So, willkommen zurück zu Die Sims 2 gestrandet. Ich habe hier noch so ein paar Sachen platziert und das Spiel hat direkt schon gemerkt, hey, du näherst dich so langsam der Grenze, der Baugrenze ist halt komplett dämlich, ne? Ich sehe das selbst, ne? Aber naja. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wir quatschen mal kurz hier mit dem Dude hier. Ich sehe es da unten rechts schon. Dankeschön. Aber stimmt das jetzt auch mit dem hier überein? Weil das ist ja irgendwie teilweise ein bisschen buggy-wuggy. Charisma. Ja, doch, es passt alles, ne? Ja, genau. Nur noch kochen müssen wir halt hochtreiben. Ich weiß nicht mal, für das schief ist, aber einfach nur, um uns selbst hochzutreiben. Ich habe irgendwie auch den Tipp bekommen, dass man auf der Kristallinsel irgendwie was machen kann, irgendwas bekommt, wenn man maximal einen Skill hat, so, ich weiß nicht so genau. Aber ja, irgendwie, dass man wirklich kaum was bauen kann, ist halt wirklich komplett nervig, so. Wer weiß nicht. Hat mir schon immer den Spielspaß genommen. Da kann man baut sich so ein schönes Haus und dann kann man einfach nichts reinstellen, weil ja, kein Platz mehr. Ist doch dumm. Das ist doch dumm. Das ist einfach nur dumm. So, gehen wir mal auf Wildschweinjagd. Hallöchen. Ich habe jetzt leider nichts zum Einbauen. Wollte ich hier nicht machen, so. Hallo, Penner. Du gehst jetzt in den Tempel rein. Wisst ihr, was ich auch noch gar nicht gemacht habe in dem Spiel hier? Ich bin hier runter, hier die Klippe geklettert, ne? Machen wir mal. Da kommt unnötig so, aber haben wir noch nicht gemacht. Das heißt, es ist noch so eine Barriere, für die man ja genug Schlaf braucht und so weiter und so fort. Wahrscheinlich verrecken jetzt nochmal meine Klamotten. Mal gucken. Ja, aber. Wir haben ja da so ein Gadget, ne? So hier dieses Sewing Kit. Repair Outfits, Shoes. Repair Outfits, Top. Repair Outfits, Bottom. Haircut. Sieht nicht sehr repariert aus, to be honest, aber ist okay. Ich habe jetzt sogar ein Bett im Inventar und mal gucken, ne? Ich wollte eigentlich drüben auf der anderen Insel, auf der anderen Seite der Schlucht, dann Eber fangen, weil, naja, da hätte ich halt viele Material einfach umplatzieren können, so, ne? Und irgendwie, selbst Level 9 kochen zu erreichen, dauert gerade um Ewigkeiten. Also ja, es wäre irgendwie jetzt so ein Träumchen, wenn mir jetzt hier irgendwie so ein Eber entgegenkommen würde. Und deshalb, ja. So, es ist jetzt soweit. Ich werde mich gleich mit dem Ding hier einbauen. So. Hab ich auch genug Inventar jetzt an der Stelle? Naja, gucken wir mal, ne? Halt nicht so, ne? Aber es kann ja Sachen bauen, ne? Ich kann ein richtig edles Bett bauen. Ja, mach ich mal, ne? Dann kann ich die halt irgendwie mitnehmen und dann woanders platzieren, ne?
Sammelholz, ja, muss dann eh wieder farmen für durchspielen. Was ist nochmal so ein. Ja. Das ist gerade ein bisschen schlecht. B-b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 -
Lass mich mal. Was? Meine Güte, ey. Ich hab richtig Spaß gerade, ne? So. Meine Güte, jetzt aber richtig. Hier kommst du direkt viel mehr nicht, außer du teleportierst dich wieder weg. Aus sonst irgendwelchen Gründen so. Hi, ich bin hier. Ich habe jetzt nicht die Waffe ausgerüstet, aber eigentlich habe ich Körper 10. Ich habe auch früher nie die Waffe ausgerüstet. Ich habe jetzt keinen Kartenteil bekommen, ne? Boah. Zelda. Templer. Meine Güte, ey. Ich habe jetzt kein Leder bekommen. Ne? Ich brauche nämlich zwei Leder. Ich hatte mal Leder, als ich den Hai geangelt habe. Eigentlich sollte man durch den Eber auch Leder bekommen. Guck mal kurz, so ein bisschen rein, ne? Sharkletter. Okay, das ist einfach nur Sharkletter. Da kriegt man ein normales Leder her. Habe ich die Seite noch offen im Internet? Wer kann Schargel für ein normales Leder so, ne? Muss er für ein Huhn? Ah, ne, hier. Okay. Das ist einfach Dingsbums Leder, das man einfach bekommt. Problem ist halt, ne? Ich müsste dann gleich mal nach. Ne? Schatzkarte suchen. Kann man ja mal während der Ladebildschirm des Ladebildschirms einfach mal tun. Hier war eine Werkbank, ne? Sims to Castaway Treasure Maps. Da irgendwie auch durch einen Affen? Irgendwie eine Schatzkarte, keine Ahnung. Babalalam. So. Ja, auf jeden Fall kurz das Muschelshirt bauen. Damit auch schon mal eine Schiefung bekommen.
Ne, das Shred Bikini Top, das haben wir mal gemacht, das hat er nicht gezählt, ne? Shell Tank. Genau, hier brauchen wir Leder. Okay, das ist einfach Wildschweinleder. Was mit Leder gemeint ist, verstehe. Sehr gut. Ja, aber ich würde jetzt eigentlich in der Folge gerne jetzt auch noch die Schatzkarte finden. Deshalb, ja, ne, mache ich mich mal so ein bisschen auf die Suche. Ah, wobei, eine Sache will ich das jetzt mal kurz zeigen, so. Create a Resort, dann. Weiß natürlich auch, sind da wirklich so neuen Schatzkartenteile und halt, ich kann eigentlich so gut Schatzkartenteile ausschließen, außer halt Sachen, wo steht der, guck in der Flasche, so, ne. Zum Beispiel hier Nummer 7 ist hier als Crystal Island gekennt. Nummer 9 ist als Crystal Nexus Circle Plattform Verse Fire. Na ja, genau, nah an dieser grünen Steine war halt einer im Boden und den haben wir ja gefunden, so. Ich glaube, da hinten drin irgendwo, genau. Man sollte sich angeblich irgendwas anschauen und irgendwie was lernen, wenn man maximal Stats hat, so. Ja, hier war die Schatzkarte, ne? Waren irgendwo so UFO-Bilder? Da steht da bei Retro-Achievements. Mal kurz mal vorlesen, was da steht. Remember the UFOs at Crystal Island, Slinker Smiley. Max Motives and Unlimited OP Food. Verstehe ich nicht. Heißt einfach, wenn man die maximalen Motive hat, dass man dann Unlimited Food bekommt. Keine Ahnung. Aber hier ist halt irgendwie auch nichts, ne? Ja, nur ich suche mal nach den Schatzkarten und dann. Nach der letzten Schatzkarte und dann, ne? Machen wir mal. Hey, gib her. Ich habe nämlich gehört, ein Schatzkartenteil sind so eine Wende im Bloodleafs von der ersten Insel. Der hat mir jetzt links gegeben, der Penner. Niklas, gib mir was. Oh no, na Crash, wie geht's? Hallo, Schöner. Komm, tauscht euch und das ist jetzt bitte auch was, ne? Ist einfach nur Luft und Liebe, Dankeschön. Na komm, gib her. Mach mich glücklich. Ich hasse dich. Ja, muss man sagen, so die anderen Sachen, die passen halt auch so weit auch eigentlich. Soweit habe ich auch alles so. Was da auf der Liste angezeigt wird. Ich meine mal kurz mal so. Also Punkt 1 ist halt hier auf Schiffwrecks Island so einem Päckchen, so einem Bananenleaf so. Ja, und einer von denen wird einen Kartenteil enthalten, ne? Dann hier on Shipwrecks Island West Beach in the Ocean's Clam Beds. Ich vermute mal, das ist ein Übersetzungsfehler. Ich glaube nicht, dass er hier den Weststrand von der Insel hier meint, weil auf der zweiten Insel, da heißt der Weststrand. Naja, auch Weststrand, so. Jetzt ist er für der erste Strand. Dann hier drittes, in irgendeiner zufälligen Glasflasche sollten wir eigentlich haben, so. Und ansonsten halt Story-Events, so, ne? Auf der Insel, auf der Kristallinsel, Vulkan hochklettern, Fischangeln. Der zeremonielle Sprung. Vulkan hochklettern in der heißen Quelle. Und halt nach der Lagune, die wir auf der zweiten Insel gefunden haben. Dann sollten wir eigentlich dann auch eine Stelle haben. Und ich würde halt gerne einfach die Folge beenden mit, ja. Ich habe ein Ding gefunden.
Das letzte Kartentreff, aber das will halt einfach nicht so, ne? Mal werde einfach mal kurz hier, ne? Kurz mal buddeln, ne? Ne, Zelda? Sind wir so ein bisschen auf Kriegsfuß wie beide? Das ist doch alles dämlich. Boah, ey. Letztes Stück Ding nervt mich einfach. Ich baue jetzt mal das Boot. So, ich benutze es noch nicht, aber ich will es einfach schon mal gebaut haben. Damit ich, keine Ahnung, jetzt so einen dramatischen Abgang machen kann. Guck mal, es gibt sogar hier schon das Achievement. Next Stop Home. Ja, nee, lass mal. Ah, cool. Jetzt, wenn wir schon das Achievement bekommen haben, ist ja nett. Da ist doch schon mal so ein kleines bisschen. Ich habe kein Komfort mehr. Bisschen Kleidung gefunden. Keine Ahnung, wie ich die anziehen. Ja, aber keine Ahnung, ich habe auch keinen Bock mehr jetzt hier so grinden. Luis. Ne? Nächste Folge. Letzte Schatzkartenteil. Die Belohnung, die wir dafür bekommen. Ich guck mal gleich mal, was für Achievements generell jetzt noch fehlen. Danke für die Bulle. Ne, schon richtig. Genau, dass ich Sachen anziehen kann. Aber hier werden auch Sachen angezeigt, die ich halt gerade nicht besitze. Warum habe ich zweimal einen Hut, lo? Ich habe das Gefühl, manchmal werden die Sachen einfach dupliziert, so aus Buggründen, keine Ahnung. Guck doch mal, wie viel wir hier von drin haben, so. So. Ja, das fühle ich. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ne, warte mal. Warte doch mal. Ich wollte doch noch was gucken mit euch. Ich wollte doch noch in die Achievements reingehen. Wo fehlt es noch? Ah ne, das habe ich schon. 500. Genau, das haben wir gerade freigeschaltet. Da kann ich nicht einfach hier so. Ja, gut, ne? Das ist. Ja, gut. Das ist. Ne? Das hier folgt auf dem hier. Ja. Gut. Ja, wir werden in der nächsten Folge. Ich mache in der nächsten Folge noch alles, was ich so ein bisschen zeigen will. Wird auch nochmal so ein bisschen gecuttet, so. Und ja, für die Folge reicht das wirklich erstmal, ne? Ciao.